So. Rage. Rage und gib ihm. Wow. Wow, ich bin verwundet. Ah. Und ich bin total umstellt. Okay. In der Richtung ist Big Boss. Das heißt, ich kämpfe mich mal in die andere Richtung frei. Okay, du brauchst einen Heiltrank. Gib hier den da. Weg mit euch. Du trink den großen. Gib ihm den da. Trinken. So. So. Weg aus dem Schuss. Ja. Gut. Euch beide loswerden. Gucken, dass wir euch beide loswerden. Trink. Ah. Aua. Du großer Heiltrank. Du großer Mana-Trank. Panik, Hektik, Stress. Ich sehe nicht, wo er ist. Ah, da kommt er. Du hast keinen Heiltrank mehr. Hast du noch einen? Nein, du hast nur eine Rage Potion. Wow. Gut, jetzt ist er alleine. Der dreht sich zu schnell. Ja. Da müssen wir den, glaube ich, so erledigen. Genau. Einfach Hütchenspiel mit ihm treiben. Oder reise nach Jerusalem. So. Komm. Langsam geht er vor die Hunde. Komm, stirb. Oh, Licht ist aus. Kampf in Dunkelheit ist nicht so gut. So. Ich sehe nämlich nicht. So. Bald ist er tot. Bald hat Silastra aber auch keine Munition mehr. Au. Okay. Blauer Kristall reinpfeifen. Der ist mir nämlich schon fast zu toter Sicht, als dass ich jetzt... Ich komme nicht mehr weg und werde gerade weggeballert. Ich hatte ihn doch fast. Neuer Versuch. Okay, Rage Potions bleiben weg. Die scheinen nämlich dafür zu sorgen, dass meine Chars langsamer werden. Aber Shield Potions hätte ich. Die könnten meine Hintermänner trinken. Oder? Ich habe doch Shield Potion. Ja. So. Okay.
Wir haben genug. Brau dir selber mal einen, für alle Fälle. Brau ihr einen. Und dann brauchst du den jeweils noch einen. So, dann haben die jeweils zwei. So. Ja, und dir selber brauchst du bitte noch Heilung, Mana und nochmal Mana. Bin ich froh, wenn ich die großen Heilpotions kann. Und hey, ich könnte den auch einfach mal vergiften. So, Potions sind gebraut. Du wirfst nochmal Dings ein und ich bin total falsch gegangen. Licht ein. So, hier geht's lang. So, der kriegt gleich mal von mir zwei von denen hier. Ah, das war wieder die falsche Waffe mal. Okay, in die Ecke drängen lassen ist halb so wild. Solange sie alle da anspielen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das so wild ist, wenn die beiden da anstehen. Ihr macht, nehmt mal die Schildpotions. So, einer ist weg. Du kannst einfach mal in die Richtung machen. Dann triffst du nämlich auch ordentlich jemanden. Na, das war falsch. So. So, trink einen kleinen Heiltrank. Jetzt dich weg. Du bist out of energy, also trink. Au, hört auf, so viel Schaden zu machen. Du trink. Du in die Richtung. Und jetzt müssen wir nur noch uns auf die Richtung konzentrieren. Weil hier wartet sehr viel, viel Zeug auf uns. So, Mana-Trank. No Ammo. So. Nicht gut. So. Der Boss steht dahinter. Immer noch nicht gut. Fissel und raus da. Au. Du trinkst den Trank. Out of Energy. Ist nicht so toll. So. Nein. Resurrection. Doch noch einwerfen. So. Ich weiß nicht, ob das Herumtanzen um das Ding die beste war. Okay, er kann sich einfach mal so um 180 Grad drehen. Au. Okay, weg mit der Knarre. Vergifte ihn. Ah ja, er ist vergiftet. Vergift ihn am besten gleich nochmal. So. Wow. Und nochmal vergiften. Jawohl. Nicht so toll. So, Eiszauber. Okay, jetzt sind wir vergiftet. Keine Mund mehr. Das war gefisselt. So, und diesmal bitte nicht sterben. Obwohl es sieht noch ganz gut aus.
Komm, mach den Zauber richtig, so. Okay, schießen kann ich ja mit dir nicht mehr. Stirb endlich. Jetzt schlägt er auch noch daneben. Ach, du hast gar nichts mehr. Jam. Es ist auch fast nicht mehr zu treffen, hä? Schon wieder Jam. Ah, Gott sei Dank. Head Cannon. Firearms 4. Macht einen Haufen Schaden, wiegt aber auch mal 15 Kilo. Und braucht wahrscheinlich Kanonenkugeln hier. Als Munition. Oh, ein Schädel. Hallo Schädel. Ah. Gut, ein Haufen Ressourcen verschwendet für einen Boss. Lederrüstung brauchen wir nicht. Hatte aber einen Brass Key. Hat noch mehr von denen. Na, habe ich jetzt wieder fast alle. Potion of Vitality. Kriegst mal du. Was ist hier? Potion of Resurrection. Wenigstens haben wir die schon mal zurückgekriegt. Käse. Schuhe. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier auch irgendwo ein Gold Key wäre. Oh, da gibt es noch eine Nische. Noch ein Brass Key. Okay. Ja. Noch eine Kanonenkugel. Jetzt bin ich ein bisschen überladen. Gib mal eine her an sie. So, das war das hier. Ein Shortcut. Also ja, erstmal werden wir wahrscheinlich einen Brass Key brauchen, um hier überhaupt wieder rauszukommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke mir allerdings jetzt noch hier die Wände kurz an. Ob es hier im Bossfight einen Secret gibt. Gab. Da ist der Ausgang. Hier wäre die Todesecke. Aber sieht nicht nach Schlüsseln aus. Gut, wir haben eine neue Resurrection Potion. Und wir müssen hier raus. Gut. Hier geht's nach oben. So aus Outgang South. Ach so, den hatte ich noch gar nicht fertig aufgedeckt gehabt. Genau. So. Ich möchte erstmal gern wieder nach oben und speichern. Und dann möchte ich kurz in den Hub die Kanone und die Munition für die Kanone dort abladen. Er wird sie wahrscheinlich so schnell nicht benutzen können. Er wird sie wahrscheinlich gar nicht benutzen können, also kann ich sie irgendwo liegen lassen. So, ich werde aber trotzdem mal hier nach oben. Sicher ist sicher. Er bräuchte eigentlich auch Athletics, aber nee. Noch eins in Concentration. Wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube als nächstes... Ich gebe ihm noch eins in Alchemie und dann in Water Magic. Geht's dann weiter. Also, was kann erst einmal hier bleiben? Erstmal die ganzen Kanonenkugeln. Das Schwert, weiß nicht. Ich habe einen Sack mit Essen hier, gell? Ja. Hat eigentlich jemand gerade Hunger außer ihm? Nee, dann isst du mal. Sack mit Essen. Dieser komische Orb kann hier bleiben. Das Schild kann hier bleiben. Die Knarre kann hier bleiben.
So. Hast du was, was hier bleiben kann? Ja, das ist Erfahrungspunkte pendant. Kann ich auch mal hier lassen. So. Gut. Das wäre das.